Willkommen zurück zu Super Mario 74. Ja, wir gehen jetzt in den roten Scheiterpalast. Wie ihr unmittelbar erkennen könnt, wegen Flügelkappe und Dingenskirchen-Lava. Weil rot und so, Lava ist rot, müsst ihr wissen. So, bevor wir jetzt allerdings den Schalter drücken, erreiche ich erst einmal nicht den Stern, den ich hier sammeln will. Ja, oder besser gesagt, den ersten Stern, den ich hier sammeln will. Komm schon! Ja! Sehr gut. Also, das war jetzt der erste von drei Sternen im roten Scheiterpalast. Ich meine, das Schild hat ja bereits erklärt, dass es hier drei Sterne gibt. Oh Gott. Okay, zumindest das klappt schon mal. Ach. Also diese Säulen hier, die mag ich wirklich nicht. Oder zumindest sind die für mich ein bisschen schwer. Also, wir springen jetzt mal hier suizidartig herunter und drücken den Schalter und fliegen dann auch schnell rüber zum Buddy, der sich dort befinden müsste. Und darauf stand... Ja, der Text interessiert mich ehrlich gesagt nicht. So, hier haben wir jetzt eine Kanone. Das Kanonenloch ist gerade mal perfekt groß, also gerade mal. Nicht in die Lava springen, Freundchen. So, ich weiß jetzt nicht, sammle ich die roten Münzen oder schieße ich mich mal erst einmal ein paar Ebenen weiter nach hoch? Ja, es heißt jetzt nach hoch. Ibladi hat recht, Bitches. Abspacken hier. Okay, die Flügelkappe ist eh ausgegangen, von daher. Ja, von daher. Noch einmal von vorne das Ganze. Also, ab in die Kanone. Dann, wo ist der kleinste Turm? Genau da. Obwohl ich nie, ich muss zum größten Turm. Also schieße ich mich eher weiter mal nach oben. Weil, soweit ich weiß, ist der Stern am großen Turm. Da müsste hier eine Einbuchtung an der Seite sein. Mit A drücken klappt das perfekt. Jetzt um den Turm fliegen. Ja. Sehr gut. Oh, und jetzt noch die roten Münzen. Na, das kann ein Heidenspaß werden, sag ich euch. Ein wahrhaftiger Heidenspaß. Ja, und damit wir auch heute schön 10 Sterne sammeln, werde ich noch einen Hauptlevel machen. Und zwar das da drüben. Aber erst einmal muss ich noch zum dritten Mal nach oben. Also bis jetzt, mal im Ernst, bis jetzt klappt es besser, als ich mir erhofft hatte mit diesen Säulen. Und leider sind die nicht so akkurat platziert, dass man hier mal ganz einfach so mir nichts, dir nichts mit einem Bussen-Saito darauf machen kann. Von daher kann ich euch sagen, dass ich gerade noch ein bisschen in Lookwillots Yoshi's Story LP geschaut habe, in das große Abspacken-Finale, wo er ja Chainsaw Man 16 Abgespacken nachmachen muss. War sehr unterhaltsam. Vor allem erfährt man dort, dass Rüdiger, also Weehawk AP, mit einem Bus ein Salto machen kann. Oder nee, das war der schwarze Yoshi oder der weiße. Okay, ich würde mal sagen, ich kümmere mich erst einmal um die Türme, die weiter oben sind. Okay, 2, 3. Ah ja, okay, hier war auch nochmal eine
Rote Münze, dann hierhin. Ja, das. Mario, schaffst du das noch? Natürlich schaffst du das noch. 2, 3. Der etwas komisch geformte Turm. Ah, jetzt habe ich schon Schreck gekriegt. 1, 2 und 3. Sehr gut, so muss das sein. Damit ich hier jetzt noch drauf komme. Soll man noch schnell. Kamera will nicht mehr, ist ja auch egal. Ich brauche Nakito-Perspektive ja eh bloß nur zum Fliegen, ansonsten. Abspacken. Abspacken. Voll hier das Abspacken. Das ist jetzt sozusagen der große Abspackpart. Ja, und ich sammle jetzt mal noch nicht hier die roten Münzen. Weil nicht, dass ich dann beim Fliegen dann nochmal, also wenn ich die letzte rote im Flug einsammle, nochmal Scheiße baue. Ja, na toll. Okay, wir haben 4 rote Münzen. Diese hier soll die 5. sein. Alter, wo ist denn der Turm? Hat er sich jetzt im Nichts aufgelöst? Geht doch. So. 1, 2 und 3. Okay, hier gibt es noch einmal Flügelkappe. To go. Bitteschön. Mit wenig Zucker. Dafür, also und ohne Milch. Einfach Kappe to go. Zum Abspacken. Na, los! Herzattacken bis zum geht nicht mehr. Explodieren, sterben, Münzen einsammeln. Weil wegen Geldgeilheit und so. Und die Münze ist jetzt weg. Obwohl, naja, beim schwulen Karol, beim Buddy ist ja auch nochmal eine. Oh Gott, nee, ich sammle lieber nochmal eine Flügelkappe ein. Jetzt habe ich 2, 4, 6. Das heißt, ich muss jetzt auf den höchsten Turm. Ach du liebe Zeit, ach du schlechte Zeit. Dann schießen wir uns mal nach hoch. Hashtag nach hoch. Nicht nach oben, sondern nach hoch. Okay. 1, 2, 3. Dann muss ich mich jetzt auf das Gebäude schießen. Wo auch die Kanone drin ist. Okay. Ab in die Kanone und da fehlt eine Textur. Deswegen ist es ja auch so rot da. Okay, okay, okay. Vorsichtig. Jetzt aber wirklich vorsichtig, Mario. Perfekt. Und jetzt Selbstmord, also suizidgefährdend, herunterspringen, abspacken. Ich glaube, das wird heute mein großer Abspack. Ah! Nein! Alter, ich hoffe, die Flügelkappe reicht noch, um rüber zu fliegen. Na, es lief ja gut. 9 Minuten, sagen wir mal. Großzügig. Also ich habe mit mehr gerechnet, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Ja. Okay, wir gehen jetzt in Kurs 4 System of a Town. Das System eines Dorfes wird hier uns sozusagen erklärt. Welcome to a new world. Und ja, lesen wir mal das Schild hier. Sieh dich doch mal um. Aha, erwischt. Ja. Und ich weiß nicht, warum ich gerade meinen Mauszeiger da drauf bewegt habe. Naja. Okay, da will ich jetzt noch nicht lang. Denn die Dachkletterei, meine Damen und Herren, die verschiebe ich mal ein bisschen nach hinten. Denn als erstes springen wir mal hier rein, weil hier befindet sich noch auch ein Stern. Der um einiges einfacher zu holen ist als der Dachkletterei. Obwohl der eigentlich auch einfach zu holen ist. Aber das ist der sekundäre Hauseingang, so à la Santa Claus.
Klaus C., wer an Weihnachten mal so auf Twitch gewesen ist, der weiß mit Sicherheit, dass man Weihnachtsmannmützen auf die Twitch-Memes draufpacken konnte. Oder allgemein auf seine Twitch-Nachrichten. Man musste halt vor dem besagten Wort, der halt auch den Meme anzeigen lässt, oder wo man halt die Dingenskirchen-Mütze drauf haben wollte, da musste man halt danach Groß C, L-A-U und dann noch Groß Z. Aber das geht ja auch bloß mit Frankerfaces. Nee, Frankerface C. Yeah, Frankerzy. Jetzt muss ich echt an den Frankerzy-Rap wieder denken, aber ich hab den schon einmal als Audio-Spam eingeblendet und so oft, irgendwann schreibt ihr mir nur auch in die Kommentare Frankerzy rein. Dann wird das so in Google Plus automatisch als Spam markiert. Warum komme ich da nicht hoch? Das ist nicht schön, sag ich euch. Achtung. Nein! Bäh. Abspacken. Aber ich habe das, glaube ich, auch mal geschafft, mit einem Seitwärtssalto mich da an dem Ding festzuhalten. Alex. Das kann ich ja auch sehr gut haben. Genauso wie gerade das Telefon klingelt, aber ich es glücklicherweise auf stumm geschalten habe. Denn das hier ist die zweite Aufnahme, müsst ihr wissen. Und warum ihr euch jetzt fragt, warum ich am Anfang noch so viele Sterne hatte, wie beim Ende des letzten Mals, das liegt daran, dass ich einfach zwischen den Parts einen Safe State mache. Ach, leck mich doch. Das verbraucht zu viel Zeit. Noch einmal. Hier hoch. Nein! Komm schon. Das muss doch irgendwann einmal klappen. Wahrscheinlich wird das dann eh geschnitten oder gechipmunkt sein, aber ich tippe mal hier auf geschnitten, weil Chipmunken ist mir langsam zu blöd. Also noch einmal langsam, ja. Ja, nein! Abspacken. Ach. Ernsthaft, das ist doch nicht schwer. Warum springe ich gegen diese Wand? Ich muss gegen die Wand springen. Oh, endlich. Oh Gott, aber ich muss da nochmal wegen den... oh Gott, lass mich lügen. Ich glaube 147 Münzen. Ja, 147. Waren es Dachkaletterei. Aber wir gehen jetzt gleich mal schnell weiter, denn wir haben sehr viel Zeit verprasselt. Und das muss schneller gehen. Ab in die K.anal.isation. Und dieser Witz war so scheiße, ich steinige mich jetzt dann später dafür. Am besten mit Ziegelsteinen. Hohohoho. Naja, so witzig ist es nun auch wieder nicht. Okay, der erste war's. Entschuldigung. Oh, scheiß Husten, ey. Naja, okay, das kann ich noch ein bisschen gelassen hinnehmen. Aber jetzt langsam nervt's, wenn ich nur noch faile. Eigentlich bin ich ganz gut in diesem Spiel. Auch wenn das erste Let's Play das genaue Gegenteil davon beweist. Aber es ist eh nicht mehr verfügbar. Naja. Aber was wirklich interessant ist, das mag sich vielleicht mittlerweile geändert haben.
dass von meinem Kanal gerade mal 2 Abonnenten mitgekommen sind. Also ich habe diesen Kanal jetzt mit meinem TV-Kanal und meinem alten Kanal abonniert. Und dann, ja, 3 Abonnenten sind entweder gefolgt oder dazugekommen. Wo ich noch nicht wirklich was groß hochgeladen habe. Ab in die Kanalisation. Okay, wir haben 40 Sterne. 40. Nach 2, dann haben wir 42. Finde den geheimen Raum. Ah ja, da war doch was. Etwas sehr Interessantes. Chakja. Chakja! Okay. Nochmal 1. Ah, nein. Alter. Alter, uncool. Uncool, Alter. Du bist uncool. Obwohl, kann es sein, dass der nicht da drüben war? In irgendeinem Haus war das doch. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Alter, warum fliegst du hier rein? Okay, das war es nicht das besagte Haus. Deshalb, ja, springe ich auch nicht einmal auf dieses Haus. Okay. Nein, du schmeißt mich garantiert nicht runter. Ja, ein bisschen die Kamera richten. Okay, dann war das hier, glaube ich. Ja, der blaue Schalter, genau. Hier drin ist der Stern. Ich sagte, hier drin ist der Stern. Mein Gott, wo ist der? 41. Noch einer, dann haben wir 42. Die Zahl aller Zahlen, müsst ihr wissen. Mhm. Genau, das ist 42. Das war der geheime Raum. Oh. Mir tut der Nacken weh. Ich weiß auch nicht warum. Das sammle ich noch nicht, denn jetzt sammeln wir noch schnell diesen. Ja. Versteckt. Nicht so versteckten Stern. Also, mit Wandsprüngen kann man hier hochkommen, aber. Es gibt auch noch eine umständlichere Variante. Nein! Oh nein, nicht. Na toll, jetzt habe ich es doch nicht auf. Ach, dann war das mein Handy, das vorhin da aufgeleuchtet hat. Ach, egal. Soll es klingeln, ich gehe ja eh nicht dran. Geheimer Stern Avila. So, und jetzt wird wahrscheinlich wieder gechipmunkt. Ja, gechipmunkt. Oder auch nicht. Nee, ich glaube, heute bin ich mal faul. Und deswegen mache ich das nicht. Ich sammle jetzt einfach die 147 Münzen. Wenn es da auch wirklich so viele sind. Hier 5. Dann das hier. Der Ring. War hier oben noch was? Nein, na dann. Aua, meine Nase juckt. Aber jetzt habe ich ehrlich gesagt keine große Lust, mich an der Nase zu kratzen. Und dann gehe ich mal schnell auf die Villa. Sammle die 10 Münzen dort ein. Dann. Abspacken. Aber immerhin geht hier die Lakito-Kamera. Okay, vorsichtig. Ich darf nicht auf die andere Seite der Rachschräge kommen. Nein, 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 nein. Jetzt muss ich kurz den Mauszeiger bewegen, weil irgendwie mein Bild schon dunkler geworden ist. Herzattacken pur. Ne, Quatsch. Abgespacke pur. Ja, ja, ja. Also. Einmal, zweimal.
Witzigerweise haben wir jetzt gleich auch noch eine Medaillenherausforderung geschafft. Und zwar die Schnapp-Piranhas töten, ohne durch die Kanalisation getaucht zu sein. Ist mir schnurz. Vorsichtig. Da war nichts drin. Aber hier ist was. Die sammle ich auch spätere Täter ein. Spätere Täter. Komm. Vorsichtig. Weitsprung. Sehr gut. Den Münzring. Jetzt bin ich angepisst, Leute. Ernsthaft. Vorhin, wie viele Versuche habe ich gebraucht? Mindestens ein Dutzend. Und jetzt klappt das auf Anhieb. Ach, da möchte man doch einfach bloß noch irgendwelche Schimpfwörter von sich geben. Das mache ich allerdings nicht. Vierte rote Münze. Herr Münzerich. Jetzt haben wir schon 75. Hätten wir nicht die rote Münze gesammelt, wären es 73. Und hätte ich noch eine normale Münze gesammelt, wären es 74. Ihr seid noch da? Sehr gut. Na dann, geht's weiter. Ja, noch einmal hier noch hoch. Sehr gut. Das war die 5. Da oben ist der 6. Dann war da noch irgendwo ein Dingenskirchen, ein Lakitu, ein fliegender Passant, der voll am Abspacken ist. Ja, so sehr spackt er jetzt noch wieder nicht ab. Hoppala. Spitze. Na. Hey, Kunststube her. Danke für deine Ersparnisse, die ich für mich jetzt sofort beanspruche. Genauso wie du mit deinen Ersparnissen. So, haben wir hier noch einen 10er Block. Das war jetzt die 7., glaube ich. Die 8., Alter. Schleich dich nicht so an der Wand. Alter. Ja. Dann eine blaue Münze. Dazu muss ich jetzt in die Kanalisation. Oh. Und auch noch für den Münzring hier. Ah, schaffe ich das so? Ja, perfekt. Natürlich speichere ich das. So, 3 Münzen haben wir hier noch. Und da ich gerade mal eine gekriegt habe, ich will aber auch noch die anderen 2. Weil wenn ich die anderen 2 nicht kriege, dann kriege ich nicht die 147 Münzen hier. Okay, die letzte noch. Ah, ja, ja, die liebe Schwester im Hintergrund, das mag ich natürlich sehr, wenn sie draußen spielt. Auf dem Gang und ich aufnehme. Oh. Na toll, wie soll ich jetzt den Weg nochmal so schnell wieder hinkriegen? Natürlich mit sehr viel Abspacken. Naja, so wie nun auch wieder nicht. Weil es ist ja nicht hier heute meine Aufgabe, Chainsaw Man 16 nachzumachen. Denn, ja, wenn ich wirklich zu sehr Chainsaw Man 16 nachmachen würde, dann würde ich jetzt noch eine Menge Audio spammen, wie zum Beispiel die ganze Zeit nur zu Gay Luigi, Gay Luigi, Gay Luigi. Aber das ist auch dann wieder zu viel des Guten. Mann, das ist scheiße. Scheiße. Wirklich scheiße. Vorsichtig.
Ach. Nochmal. Nein. Ich muss mich hier konzentrieren, ernsthaft. So, und nein, jetzt auch noch eine Hochzeitskolonne. Mit ihren ganzen Beep-Beeps. Könnte man vielleicht hören. So, da ist der Grund, warum ich nochmal hier nach oben bin. Verzeihung, warum ich hier nach hoch bin. Na, warte mal, warte mal. Wartet mal. Ich glaube, dass da noch die eine rote Münze war, oder? Da kann es sein. Ach komm, das erspare ich euch auch nochmal, den zweiten Aufweg. Okay, sie war doch nicht oben. Von daher. Dann geht's wieder zurück. Müssen wir noch den Chuck hier erledigen, den blauen Münzschalter betätigen. Und ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht auswendig, wie viele Münzen der blaue Münzschalter fasst. Von daher schauen wir einfach mal. Ich weiß jetzt noch auf jeden Fall durch den Chuck hier 5. Sind wir bei 115. 117 durch die letzte rote Münze. Dann. So. Ach Gottchen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Also runter, vorsichtig, vorsichtig. 111, 114, 115. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht doch noch irgendwo was ausgelassen habe. Das wäre jetzt, das würde mir jetzt wirklich den Rest geben. Vor allem, weil ich jetzt schon viel zu lange hier sitze und mir die Daumen wund spiele. Ich wollte ja eigentlich noch einen zweiten Part heute aufnehmen. 135. So, dann. Okay, 5 noch von diesen Pfosten hier. Stampfen wir einen Grund. Genau, die Reihe hier. Und dann haben wir's. Und dann war's das für heute. Ja dann, bis zum nächsten Mal bei Super Mario 74. Leider nicht sterben wirst, aber trotzdem. Tschüss!